herzlich willkommen bei Chivalry. Wir spielen eine Runde Free for All in der kleinsten der Arenen, die es hier gibt. Oder spielen wir gar nicht Free for All? Oder? Nee, das ist hier King of the Hill ist das. Ach, King of the Hill. Aber so. Ein bisschen unausgeglichen, wie ich gerade sehe. Die Agathas fliegen hier ein bisschen zurück. Also da müssen wir mal schauen, dass hier ein paar noch mit. Ey, der Gabo ist halt in meinem eigenen Team und bringt mich trotzdem um. Das soll mal einer verstehen. Ich habe zwei Hände ausgepackt, einfach nur um mal zu zeigen, dass ich es kann. Ich bin nicht fertig aufgedeckt. Der Knödelnudel ist gerade irgendwie 30 Meter nach hinten geschleudert worden von meinem, von meinem Ding. Das sah saugeil aus. Das sah super aus. So, wir sind King of the Hill gerade, weil wir sind als Einzige hier. Keiner von den Blauen ist drauf. Ja, aber die Blauen sind noch echt gerade derbe zurück, deswegen. Das ist mir scheißegal. Wir sind hier im Mittelalter und im Krieg. Da wird nicht auf Balancing geachtet. Ja. Kann mir keiner erzählen. Oh, okay, wir greifen euch nicht an, ihr derben Geier, denn ihr seid ja wenige. Okay, ihr habt auch so einen krassen Zaubertrank. So. Neben mir sterben die einfach, obwohl ich gar nichts mache. Oh, hättest du mal auch mal eingetötet, den Thoras. Ah, damn it. Areniari, auch aus dem gleichen Team. Hildegard, oh, das ist ja tatsächlich ein bisschen unfair. Ach. Ach, denkst du, ich erzähl dir jetzt hier einen vom Ofenrohr, oder was? Ja, ich weiß nicht, was du mit deinem Ofenrohr hast, aber trotzdem, da, ich bin endlich mal King of the Hill, lass mir doch die Freude. Alle auf meine Seite, allein gegen Gabo und Hildegard. Bei King of the Hill muss ich immer an diesen Song von Frank Sinatra denken, New York, singt er ja auch, King of the Hill. King of the Hill? Ja, und ich frage mich immer, ob New York auf einem Hügel erbaut ist. Aber hör mal, wir können doch nicht jetzt hier, wenn wir King of the Hill hören, uns an Sinatra also erinnern. Wir müssen da irgendwie wenigstens einen Metal-Song haben hier. Run to the Hills, Iron Maiden oder sowas. Genau. Run to the Hills. Run for your life. Aua, aua, aua. Ich muss gerade echt für meinen Vortex. Das war nix. Oh nein! Ich bin im Feuer gestorben. Ich bin mit einem Knöchel in den Feuer, in die Flamme reingestiegen und bin gestorben. Das ist doch ein Trauerspiel. Aber Iron Maiden ist doch schon eine coole Band gewesen, oder? Ich habe ja Iron Maiden nicht wirklich gehört. Ich war immer schon direkt auf Hertha. Also für mich war Iron Maiden damals so eine Einstiegsdroge, da war ich so, das war ja eigentlich lange vor meiner Zeit, das ist ja so eine Band, die eigentlich meine Eltern gehört haben müssten, hätten sie sowas gehört, aber haben sie ja nicht. Ey, Iron Maiden sind immer noch unterwegs. Ja, ich weiß, die gibt es immer noch und das war echt damals so eine Einstiegsdroge, so mit 14, so die ersten Songs gehört, damals wegen Carmageddon 2, das ist das übelste, aber das kennst du ja. So ein Autorennspiel, wo man halt Menschen zurückfahren kann. Ja, kenne ich. Und da war Aces High von Iron Maiden und noch ein Lied, ich weiß gerade nicht welches. Irgendwas von den Scorpions wahrscheinlich. Irgendwas von den Scorpions wahrscheinlich. Nee, von den Scorpions. Das war einmal halt Aces High und dann halt noch ein Lied von denen. Den Knödelnödel kriege ich heute relativ häufig. Ja, der ist halt so ein bisschen Opfer. Da war man damals halt in diesem Alter, wollte so ein bisschen cooler sein als die anderen. Da habe ich angefangen, Iron Maiden zu hören. Das ist eine mega geile Band. Wobei natürlich dann auch später andere Einstiegsdroge kamen, die noch wesentlich geiler waren. Meine Einstiegsdroge war ja Dream Theater tatsächlich. Echt? Mhm. Ich habe davor kein Metal gehört. So Power Metal? Oder so ein Prog Metal? Prog Metal, bitte. Rock Metal? Prog Progressive Metal. Also, jetzt geht's ja los. Dream Theater war für mich immer mehr die ganze Symphonie. Nee, überhaupt nicht. Die haben keinen Symphonik-Metal gemacht. Die sind voll Prog-Metal. Die haben den Prog-Metal begründet. Da würden jetzt mir auch einige nicht recht geben, wenn ich das sage, aber die hatten auf jeden Fall maßgeblichen Einfluss mit ihrem Album Images and Words. Sind die auf jeden Fall da ganz stark auf die Schiene gegangen und haben damals einen Meilenstein rausgehauen. Echt? Der so schnell nicht mehr getoppt wurde. Lange Zeit. Und ich fand auch Images and Words, das war auch das erste Album, was ich von denen gehört habe.
Ich fand das unglaublich geil. Also da bin ich so richtig drauf abgegangen. Und das zweite Album, was ich dann im Metal-Bereich gehört habe, war Prong, eine Thrash-Metal-Band. Okay. Und zwar die Rude Awakening. Und das ist eine Platte, die finde ich bis heute ist eine der geilsten Industrial-Thrash-Metal-Platten, die es überhaupt gibt. Stell ich mir auch eine sehr lustige Kombination von Industrial-Thrash-Metal. Ja, aber die haben noch einen anderen Industrial gemacht. Nicht das, was heute Industrial ist. Heute ist das immer alles sehr elektronisch und so. Damals, die haben dann so mit so Russland, Kalter Krieg und haben dann mit so Sounds gearbeitet wie Stahlhämmer auf Ambosse als Rhythmus und so weiter. Das ist ja eigentlich der Industrial, der ganz, genau. Ganz groß ist ja von den Grupps der Amboss. Wahrscheinlich auch von aber von den 80er Jahren. Genau. Boah, heute wird aber echt geschnetzelt hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist hier diese King of the Hill Karte, die macht schon auch Bock, weil hier einfach so also gnadenlos geschnetzelt wird. Man haut eigentlich noch in die Menge, sieht links und rechts, wie irgendwelche Beile auf einen zufliegen und hofft, dass man davor, bevor man stirbt, ja, noch irgendwas getroffen hat. Was bei mir so ein richtig einzelner Metal-Album war, was richtig krasser Metal war, war Blind Guardian, Thunderfall, Beyond, dieser Meilenstein mit dem Bard-Song und so weiter. Wie hieß das? Thunderfall Beyond. Nee, bei mir war das ein anderes von Blind Guardian, wie hieß denn das? Ach, dammit, der Knödeldür hat mich weggemacht. Ja, genau. Imagination through the other side. Ja, das ist auch richtig gut. Das habe ich gehört bis zum Erbrechen. Album, das Name mir gerade nicht einfällt. A Tales from the Twilight World. Ja, das habe ich auch. Die zwei habe ich hier noch. Die dann später, leider muss ich sagen, so ab A Night at the Opera sind die leider nicht mehr so gut gewesen. Aber hier Mirror Mirror von... Nightfall at Middle-Earth, glaube ich, hieß das Album. Aber die sind wieder ganz stark im Kommen gerade, Blind Guardian, ne? Die machen wieder. Die waren ja niemals weg, die haben halt bloß, die Alben waren nicht so gut. Die haben jetzt mit dem letzten Album ein ziemlich geiles Cover gemacht von The Voice von dem Hit aus den 80ern. Hier während der Aufnahme bitte niemals irgendwelche Votes machen. Das muss ich nochmal ganz kurz reinschreiben. Bitte keine Votes während der Aufnahme. So. Na gut, ich glaube, wir bleiben auch hier. Sehr gut. Sintoras musste sterben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, wer den Vote gestartet hat, aber ich hoffe, er ist inzwischen tot. So. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Metal hört. Und ich denke mal, dass ihr Metal hört. Und wenn ja, was für euch das erste richtige Metal-Album war, was euch komplett diesen Musikstil überzeugt hat. Ich finde, da hat ja wirklich jeder irgendeine Band mit einem ganz speziellen Album. Das stimmt. Aber bei mir waren es genau die zwei Bands. Ja. Oh, hier höre ich die Musik. Jetzt geht's noch maximal 2 Minuten. Ja, bei mir war es halt, wie gesagt, vor allem Iron Maiden, dann später Blind Guardian. Und was war mein drittes Album? Das weiß ich auch noch, das war Sentence. Echt? Bei mir war das... Du hast mich umgebracht! Junge, du hast mich umgebracht! Bei mir war das South of Heaven von... Slayer. Ich dachte, das... Slayer? Das ist eins von Slayers erfolgreichsten Alben damals, South of Heaven. Slayer ist relativ lange an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Natürlich nicht Rain in Blood, das hat man mal gehört gehabt, aber... Der Gitarrist, also der eine von den Gitarristen, ich bin grad... von dem die Namen liegt, der soll jetzt irgendwo Pussyrock machen, habe ich letztens in der Zeit. Was ist denn Pussyrock? Ja, der hat halt jetzt irgendwie Slayer verlassen und macht jetzt irgendetwas nicht so deftig ist, was halt automatisch Pussyrock ist. Hier, Rockbitch oder was? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht jetzt so Scorpions oder so. Komm, eigentlich, du hast ja hier, du machst ja noch, läuft ja hier dein Let's Play Brutal Legend. Kommt da eigentlich Rockbitch auch vor? Weiß ich nicht. Also ich hab auch heute beendet und dann gesehen, dass das Spiel 108 Songs im Soundtrack hat, die echt alle, was wirklich Metal-Klassik ist. Also der Soundtrack von Brutal Legend ist auch gleichzeitig das... Ja, das Manifest des Metal. Und da sind so viele Songs mit dabei, von denen ich die meisten gar nicht freigespielt habe.
ja, kann passieren bei so einem langen. Oh, den Tackles habe ich nochmal gerade den Arm abgehauen. So, wie sieht's denn aus eigentlich? Oh, wie sieht gut aus. Mason Time 87, Agatha Time 36. Das gewinnen wir, mein lieber Hyuga. Ja. Das sieht sehr gut aus. Was? Wir haben gewonnen hier. Guck mal an. Ja, das ist auch nur ein Bug. Das ist ein Bug. Das Mason Time 90 von 90. Yes! Guck mal, wie schlecht ich gespielt habe durch das ganze Rumgelaber. Egal, das war interessant. Metal ist immer ein Thema wert. Liebe Freunde, wir sehen uns wieder bei einer neuen Karte demnächst bei Chivalry mit Hyuga und Sergeant Ruppel. Bis dahin. Tschüss.